And it's you that I want to need. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Duel Footdraft und heute mit einem neuen Gast, und zwar den Kevin von den Hamburg Youngsters. Was geht ab? Ja, wir werden heute eine 193er Footdraft Challenge machen und hoffentlich werden wir die passende Formation erstmal bekommen und natürlich dann ja ein geiles Team einfach zusammenbauen, oder? Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Bin gespannt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Okay, dann springen wir jetzt mal zur Information. Ich gehe auf Ja, 3, 2, 1. Und go. Los geht's. Bitte eine perfekte Formation, sonst bitte hast du schon verkackt. Ey, ich hab die beste. Du? Welche hast du? 3, ja, 3, 4, 2, 1. Ich auch. 3, 4, 2, 1. Oh, shit. Das heißt, das können wir zusammen jetzt einfach machen, die ganzen Spieler auswählen. Und vielleicht schaffen wir tatsächlich ein high-ratedes Footdraft. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann wollen wir jetzt mal den Kapitän anschauen. Bitte, ich hab drauf gedrückt. Und wer wird es sein? Shit. Nicht schlecht. Wen hast du? Ich hab Messi, Ronaldo, ja. 96. Messi 95, geht zwar besser. Und Costa, Team of the Season, wen hast du so? Ja, ich hab nur Scheiße. Neymar 92, ein bisschen low. Marcelo und Felipe Luis, Team of the Season. Ich glaube, ich nehme Fabregas im Mittelfeld einfach. Ich glaube, ich riskiere Ronaldo, weil ich glaube, dass Messi 99 den 96er Ronaldo hast du? Mhm. Okay, gut. Dann nehme ich Fabregas einfach fürs Mittelfeld. Vielleicht war es schlecht, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Mhm. Gut, lasst auf jeden Fall auch gerne eine Bewertung da und schaut auch bei Kevin vorbei. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Wir haben natürlich auch noch eine Challenge bei ihm aufgenommen und checkt das auf jeden Fall aus. Jetzt würde ich sagen, sucht einfach eine Formation aus, wo wir jetzt anfangen sollen. Ein Stürmer, würde ich sagen. Direkt den Stürmer. Bist du bereit? Ja. So, dann schauen wir nach. Bitte, ein heftiger Stürmer zum Start. Oh, shit. Und? Ey, ich hab Antoine. Komm schon! Oh! Ich hab Antoine Griezmann, Team of the Season. Holy shit, perfekt. Ich hab Kane, Team of the Season. Das ist auch nicht schlecht mit 93. Der war bei mir auch eben. Aber ich entscheide mich klar für Griezmann. So, wollen wir schon hier vorne machen? Rechter Flügel oder so? Ja, wenn du Bock hast. Okay, komm, da muss Messi drin sein. Okay, bist du bereit? Ja. Komm schon, bitte. Ja, Mann, 99er und? Messi. Oh, was? Ich hab 96er Messi, 94er Di Maria, okay. Und 88er Bale. Ja, perfekt, boah. Einfach bei mir jetzt 99er Messi mit Antoine Griezmann vorne. Also, es läuft bisher. Kann man auf jeden Fall sagen. Ich hoffe auf die Bank, glaube ich. Ich nehm Di Maria. Ja, deswegen. Die Bank kann natürlich auch alles reißen. So, okay, wo waren wir jetzt? Lass den rechten Mittelfeld machen. Okay, gehen wir gleich rechts rüber. Komm schon. Okay, wen gibt's da so? Hulk könnte es eigentlich werden. Und? Wen hast nein, du? Oh. Silberspieler. Ich hab Hulk. 88er. Ah, okay. Der 95er war noch sicker. Ich habe mich jetzt hier für so einen rechten Mittelfeld Silberspieler entschieden. Wollen wir gleich den rechten Innenverteidiger machen? Können wir machen. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, was jetzt hier kommt. Komm schon. Komm schon. Ah, shit. Oh, ja, wollte ich auch gerade sagen. Auch nicht so geil. Ich habe eigentlich nur Kone, zwar ganz witzig in Hero, aber auch Ayan noch, oder Ayhan von Türkei, aber sonst nichts Großartiges. Manolas first rated bei dir? Ja, ich habe den normalen Godin, ich weiß nicht, ob das zu schade ist, wenn ich den jetzt nehme, oder Mathieu, was meinst du? Das ist weil ich hätte, glaube ich, noch auf Godin gehofft bei mehreren, glaube ich. Na, ich glaube, ich nehme erstmal Mathieu, ich hoffe noch, dass Godin irgendwie höher kommt. Okay, so, wo wollen wir machen? Keeper oder Verteidigung? Lass mal einen Keeper, ich bin mal richtig gespannt, was der Keeper hier gibt. Bitte, Navas Oblak. Es gibt eigentlich nur die beiden. Oh shit, und ich bekomme. Ja, Navas und Oblak, Digga. Hast du auch? Ja, ich hab auch beide. Ja, direkt Navas nehmen wegen 90, ist ja klar dann. Oh shit, Digga. Oh, das sieht echt gut aus bei uns beiden. Bisher, die Bank kann das dann noch richtig nach oben rausreißen. Oder hochreißen. So. Wen als nächstes? Den mittleren Innenverteidiger. Okay. Okay, komm schon. Piqué oder Ramos? Bitte, Godin. Nein. Holy shit. Ich habe Cuesta als International Man of the Match. Sieht ziemlich nice aus. Nee, fresh aus der Karte, ne? San Jose, Mustafi habe ich auch für die Chemie oder Koscielny 86. Ich nehme erstmal, glaube ich, zur Überbrückung Mustafi. Vielleicht kommt dann noch ein neuer irgendwie. Vielleicht ist und keiner. Ne? Sicher. Ja, ich habe Nastasic, Non-Rash-Spieler, Schalke 04. Läuft nicht so, aber es wird ja vielleicht noch. Wollen wir das zweite zentrale Mittelfeld? Oder du hast noch zwei, ne? Genau, ich habe noch zwei. Okay, gut. Dann machen wir erstmal das erste. Bei dir zumindest. Let's go. Und wir kriegen. Oh, Iniesta 90.
Ich habe 89er in Jess, das ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. Kann man sich mal geben. Schau schon mal rüber. So. Du hast jetzt noch einen zentralen Mittelfeldspieler, ne? Genau, und bei dir müsste linker Stürmer auf dem sein. Der linke Stürmer, ja. Okay, dann machen wir das so. Komm schon, okay, Ronaldo, bitte. Ronaldo. Komm schon, Modric, Kroos. Oh, Modric, 93! Nein, Digga. Shit, ich krieg die Maria. International Man of the Match. Neymar ist zu schade, der normale. Ich glaube, ich nehme einfach die Maria. Du hast das Modric. Ja, 93er. Das ist krank. Team of the Year. Okay, das ist krank. So. Oh, shit. Sagst du linkes Mittelfeld? Ja, würde ich sagen, ne? Linkes Mittelfeld. Komm schon, Kono Plianka oder so. Komm schon. Oder James Rodriguez normal wäre auch fresh. Oh, Payet. Oder Payet, wird er ja ausgesprochen. Ich hab. Boah, Pedro, Kone, Tadic, Gaitan. Ich nehme einfach mal Pedro mit gegen Spanien. Ja. Vielleicht wird das 84 was. Oder so? Den 84er. Ja, geht dann noch durch. So, und jetzt den letzten Spieler hier für unser Starterteam. Innenverteidiger. Okay, komm, bitte Ramos oder Piqué. Ja, bitte, bitte. Nein, Mann, shit, okay. Alter, was ist denn los hier? okay, nicht schlimm, ja. Trink was, falls du was brauchst. Ist hier gerade leider nicht in der Nähe, aber ja, ich habe ja auch nur. Ich habe zwar einen der Linkverteiler, also Rami am Start, aber Martinez, 84er Rating wenigstens, aber die Verteidigung muss auch nochmal fast komplett ausgewechselt werden bei mir, glaube ich. Das Ding ist, ich weiß nicht, würdest du safe erstmal auf Chemie gehen in der Verteidigung oder einfach riskieren? Es sind zu wenig Points, finde ich. Also zu wenig Punkte. Damit ja, für 193 muss ich Martinez, glaube ich, nehmen. Der gibt einen Link immer zu Pedro. Ich hoffe jetzt einfach, ich nehme Miranda, weil er Brasilianer ist. Ich hoffe, das war keine falsche Entscheidung. Okay, wie sieht's bei dir aus gerade? 90er Gesamtwertung habe ich und 72 Chemie. Ich habe 91er Gesamtwertung und 66 Chemie. Okay, das könnte echt eng werden. Junge, was ist heute los? Die Versprecher sind auf jeden Fall am Start. So, jetzt wollen wir ganz rechts anfangen? Jo, wir fangen ganz rechts an. Okay, gut. Die Spannung steigt. Ready? Nein, ja. Ah, alles klar. Stefano W, Legend hier bei mir auf dem Channel. Aber ich glaube, ich entscheide mich erstmal fürs Rating. Sorry, ich muss Insigne nehmen. 90. Na, ich nehme auch Kandreva, 83, richtig nett. Läuft bei dir auf jeden Fall. Aber es kommt noch, ich glaube, es kommt noch. So, machen wir okay. Den zweiten, ne? Mio direkt hinterher. Komm schon, Digga. Ja, das geht doch. Den hast du? Okay, es ist zwar der 90er Neymar, es gibt zwar noch 92er, aber den kann man schon mal auf den linken Flügel packen. Reus habe ich zwar auch, 89er Man of the Match, aber ich denke, ja. Neymar passt einfach perfekt rein. Ja, ist doch sick. Ich habe Nani bekommen, Team of the Season. Nehmen wir einfach fürs Rating mit. Ja, na klar. Ja, muss auf jeden Fall sein. So. Auf zum dritten. Jo. Also gehen wir direkt rein. Also 3, bitte. Oh shit, oh nein. Oh nein. Was ist jetzt? Jetzt hat er jemand heftig. Es ist eigentlich schon heftig. De Gea 94. Oder soll ich jetzt Ramos nehmen, damit ich in der Verteidigung erstmal Chemie habe? Ich muss Ramos nehmen. Den normalen Ramos. Ja, ich habe einen 87er Reus, denke ich, mit fürs Rating. Ja, mach das. Okay, ich musste das tun, weil sonst werden wir nicht auf volle Chemie kommen. Ich will ja gegen dich gewinnen. Ich will das Beste. Ja, hast du mal kurz das Trinken? Nebenbei, kleine Trinkpause. Ja, okay. Hals ist trocken, okay. Sag einfach, wenn du fertig bist. Ich bin fertig. Können wir ja den vierten machen? Ja. Okay. Oh shit, was? Oh mein Gott. Was ist los? Ich hab so einen richtig schlechten bekommen. Achso, hast du schon ausgewählt? Ja, ich hab schon den vierten. Ja, okay, ich hab auch eine Scheiße. Also, wenn man das als die Bank bezeichnet, sag ich mal, ist das schon ganz schön bitter. Ja, das Hauptteam ist bei mir gut, aber sonst ist auch nichts Besonderes gerade. Ja, die Bank ist bei mir halt zerstörend, sonst so geht das voll klar eigentlich. Okay. So, weitermachen? Jo. Den letzten jetzt hier von der Reserve. Bitte, komm schon. Ja, okay, Neymar ist sick. Den brauche ich auf jeden Fall. Aber ich habe noch keinen Ronaldo, das ist das Problem. Das könnte mir zum Verhängnis werden. Ich habe noch kein Messi. Pass auch nicht. Nee, aber ich nehme Nani, der Team of the Season, mit für die Bank. Okay. Ich habe hier noch so einen silbernen rechten Mittelfeldspieler. Der muss weg auf jeden Fall. Ich muss irgendwie, keine Ahnung, ich brauche einen Stürmer und ich brauche gleichzeitig noch einen rechten Flügel. Na, jetzt werden nur noch drei Positionen so mit Offensiven kommen, ne? Drei Stück. Ja. Okay. Bist du bereit? Jo, ich bin bereit. Komm schon, bitte, please. Bitte. Oh, nein. Ja, Messi! Fresh, Digga, bei dir läuft auf jeden Fall. 99 ich und Stürmer bei jetzt muss ich safe einfach gehen. Nimm
den jetzt einfach. Dann haben wir jetzt hier, okay, 93 Chemie. Wie sieht's bei dir aus? Wie viel Chemie? Ja, schon. Bei mir, ich habe 92er Rating und fast 80 Chemie. Das ist nicht schlecht, okay. Ja. So, dann machen wir den zweiten. Also du liegst auf jeden Fall in Führung. Aber es kann ja noch werden. Es kann ja jetzt hier noch am Ende irgendwie geregelt werden. Komm bitte jetzt. Oh komm shit. Schon. 98er Ronaldo. Ja! Den hast du? Ich hab einmal links Flügel, Sanchez, International Man of the Match und Higuain als Stürmer 90. Okay, das ist schwierig. Wen nimmst du da? Ich denke, ich nehme Higuain, weil ich habe ja auch Messi und in Stürmerposition habe ich gerade einfach mal 94er Di Maria hingeklatscht. Ich kann auch Sanchez wählen, aber da würde mir eigentlich so gar keine Verlinkung bringen, auch in WPL. Und das eine Rating halt von Higuain. Und ich habe ja noch Di Maria, das heißt, ich könnte so eine kleine Argentinien-Ecke bauen. Ja, das ist sick. Also ich habe jetzt insgesamt eine 91er Gesamtwertung und 96 Chemie. Und ich habe noch einen Silberspieler im Team. Ich brauche jetzt einfach Bale oder so. Bitte. Wäre richtig heftig. Wollen wir auswählen? Jo, wir wählen aus. Das ist jetzt die Entscheidung. Schließ einfach. Okay. Bitte, komm, Bale. Bitte, Bale, bitte, Bale, bitte, Bale, bitte. Bale. Ja! Mann, Digga. Shit. Oh shit, Digga, wen nehme ich? Okay. Ah, darf man das hier sagen? Okay, wir nehmen einfach Schweinsteiger. Scheiße, Mann. Ich krieg kein rechtes Mittelfeld. Okay, Dani Alves könnte noch kommen oder so. Nehme ich Krzyzewski oder nehme ich Pereira 86 für Rating? Ja, komm, ob du auch voll in Spiel kommst oder so. Ja, lustig. Ich habe ja im ZM schon richtig heftig. Ich hab Tello, also ich habe mehrere Strong Links, wegen Tello ist zum Beispiel auf rechten Flügel, wo eigentlich Arda Turan oder so sitzt, also rechtes Mittelfeld. Dann oben Messi und Iniesta. Es sieht richtig gut aus, muss nur bei Verteidigung halt rumgehen. Aber Krichova kannst du ja auch in den Innenverteidigung stellen. Ja, könnte ich vom Ding ja auch machen. Also wenn du unbedingt Verteidiger brauchst, weißt du ja nicht. Ja, ich nehme erstmal mit, glaube ich, zur Sicherheit. Safety first einfach. Und dann tauschen wir immer mal gegen Hulk. Vielleicht kriege ich ja dann noch ein 92er Rating nochmal hin. Sehr lustig. Es ist immer noch richtig spannend, okay, so nächster Spieler, bitte, vorher, jetzt ist ein rechtes Mittelfeld. Okay. Komm schon! Scheiße, Mann, was ist los? Nein! Ich hab nur Non-Rares bekommen, Alter. Ich auch. Da muss ich den hier nehmen. Ich nehme den höchst rated, glaube ich, weil, obwohl, nee, den kann ich ja eh auf der Bank missbrauchen, sag ich mal dafür. Okay, Nani kommt rein. Vielleicht schaffe ich. Ja, 91er Rating bleibt. Egal was ist, 91er Rating bleibt. Okay. Sieht gut aus bei dir. Jetzt die letzten drei, ne? Die letzten jetzt drei können alles entscheiden. So, mega entscheiden. Rechten Verteidiger, den ich dann bitte ins rechte Mittelfeld packen kann. Ja! Okay, Carvajal ist fresh. Den muss ich da reinstellen. Bei mir war gerade nicht so geil. Ich bin gerade am überlegen, wen ich nehme, aber ich glaube, es gibt nur einen einzigen Ausweg hier und das ist Moreno, weil er Spanier ist. Kann ich hier zwar reintun, aber aktuell bringt er mir nicht so viel. Ja, mir fehlt Bale einfach, das ist das Problem. So. Gut, ich habe noch zwei Positionen. 90er Gesamtwertung, 98 Chemie bei dir. Holy shit, bei mir ist 90er Gesamtwertung jetzt auch mittlerweile. Und 90er Chemie. Ja, da will ich leichte Führung, aber wenn du halt 91 noch hinbekommst, weiß nicht, die letzten beiden jetzt, ne? So, vorletzter Spieler. Mal gucken. Rein. Jo! Okay, komm schon noch irgendwas, was nach oben pusht, Mann. Okay, Laporte ist fresh. Ein Racing auf jeden Fall. Oder nehme ich Terry? Ich habe eigentlich nur schlechte Frau Hut und Jefferson. Ich glaube, ich nehme Jefferson wegen Neymar, versuch da mal irgendwas mit. Mal überlegen. Ich glaube, ein Rating, das bringt jetzt ohne Idee. Aber ich glaube, ich nehme ihn trotzdem einfach mit. Ich nehme ihn einfach. So, und jetzt der letzte Spieler, ne? Mhm. Der entscheidet alles. Muss jetzt einfach nur ein High-Rated Keeper sein bei mir. Oh mein Gott. Wen hast du? Silber. Okay, fresh, Digga. Ich habe einen 86er noch. Und das heißt, es bleibt auf jeden Fall bei 90. Jetzt muss ich nur noch die Bank tauschen. Sieht bei mir ganz gut aus. Bei dir? Ja, also das Team sieht nicht, also die Bank sieht richtig heftig aus bei mir. Ja. Nur muss ich gucken, wie ich hier noch Chemie irgendwie rauskriege. Das ist so der Punkt, der schwierig wird. Boah, die Bank ist bei mir auch voll solide. Das Team auch. Mir hat wirklich nur das rechte Mittelfeld gefehlt. Also Bale und dann hätte ich eigentlich safe 91, aber ich glaube, ich komme nur auf 90. Aber das ist nicht schlecht, weil zwei Chemiepunkte, ich hoffe, ich kriege die jetzt noch mit dem Manager. Mehr kann ich da nicht rausreißen.
Boah, ich bin auch hier gerade voll am Ausprobieren. Ja, also ich kann hier leider nichts mehr machen. Ich mach nochmal die Bank hier irgendwie in die Richtung. Oh, es wird richtig knapp werden, Alter. Warte mal, wenn wir Mustafi hier... Alleine dann haben wir noch 90, Alter. Das heißt, echt nur Bale hat gefehlt. Schade, aber kann man halt nicht wissen. Aber trotzdem ist halt 190er ist auch schon fresh. Bei dir? Hast du schon 91er oder so? Warte, ich muss noch die letzten tauschen. Ja. Arm 90. Sieht wohl aber danach aus, als wenn es bleibt. Ja, bei mir ist das Problem, ich habe richtig heftige Offensive. Mir hat komplett die Defensive alles zerschossen. Okay. Ich hab so 84er Rating und 282er in der Innenverteidigung. Ist richtig bitter. Ja, ist bei mir auch nicht, aber ich habe halt safe lieber, dann bin ich auf Chemie gegangen, weil sonst wäre ich halt nicht auf Chemie gekommen. Wie viel hast du Chemie? 93. Okay. Kriegst du da noch was hin oder was meinst du? Ich bin mir ziemlich unsicher, aber ich glaube, dass ich es nicht mehr hinbekomme. Okay. Das würde ja bedeuten, dass ich in Führung liege hier und vielleicht jetzt gewinne. Ja. Ich bräuchte einen spanischen Manager, der würde mich jetzt auf 100 Chemie bringen. Mal gucken, ob der kommt. Machst du den Manager schon? Nee, ich warte auf dich. Okay, bei mir sieht eigentlich, ich gehe ja eigentlich nur groß willkürlich immer hin und her. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas retten kann, so in die Richtung. Dafür war die Bank einfach zu übel bei mir. Okay. Ja, wenn du bereit bist, sag einfach Bescheid, dann können wir zusammen den Manager und das entscheidende Ergebnis dann prognostizieren. Okay, ich bin auch bereit. 3, 2, 1. Komm bitte, jetzt einen spanischen Manager. Komm schon, reiß irgendwas raus. Das ist nicht sein Ernst. Digga. Oh mein Gott. Nein, ich komme auf 99 Chemie. Warte mal, wer? Nein. Digga. Du? Ich komme, egal was ich mache, wenn überhaupt auf 94 Chemie. Egal welchen. Ich habe hier so richtig gute Trainer. Ich habe Argentinien, ich habe England, ich habe Deutschland, ich habe Spanien und ich habe Italien. Aber... Das gibt's nicht, Alter, bei mir. Fuck. Junge, alleine so ein Bronze-spanischer Manager hätte mich hier gerettet auf dem 190er, aber das heißt insgesamt ist nur 189, was jetzt auch nicht schlecht ist. Aber trotzdem, warum? Warum kommt kein spanischer Manager? Okay. Wie sieht's bei dir aus insgesamt? Was hast du? 184er Ranking. Okay. Ja, damit ist, denke ich, klar, wer hier gewonnen hat. Einmal habe ich gewonnen und die Frage ist jetzt, wie wir auf deinem Kanal spielen. Beziehungsweise draften. Und würde ich sagen, auf jeden Fall check Kevin ab. Seinen Kanal haben wir Youngsters. Und da werden wir auch noch die Challenge machen, die 193er. Und mal gucken, ob es bei uns dann, oder ja, wer da gewinnt, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lass jetzt gerne eine Bewertung da. Willst du noch irgendwelche Worte hier raushauen? Na, immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde ich sagen. Und ja, dann verabschieden wir uns und wir sind raus. Und rein. Ciao.